Hallo zu einer neuen Ausgabe Expertentalk. Ich bin René Reiter und stelle heute wieder spannende Fragen an Branchenexperten. Heute sprechen wir mit einem Expertenteam um das Thema Augenoptik von der Firma Geider Optik, die zwei Standorte in Östringen und St. Leon Roth betreiben. Endlich Sonnenlicht. Nach einem langen Winter sehnen wir uns nach was? Nach dem Vitamin D. Wir in der Redaktion haben uns gefragt, auf was muss ich achten, wenn es um eine Sonnenbrille mit Sehstärke geht. Im Studio haben wir heute Frau Keskincelik von Geider Optik zu Gast. Hallo Frau Keskincelik, ich grüße Sie im Expertentalk. Hallo Herr Reiter. Sagen Sie, Frau Keskincelik, der Sommer steht vor der Tür und dabei darf es natürlich bei vielen an der Sonnenbrille nicht fehlen. Spüren Sie hier saisonale Unterschiede in der Nachfrage nach Sonnenbrillen bei Ihren Kunden? Ganz klar saisonale Unterschiede. Sobald der Frühling vor der Tür steht und die ersten Sonnenstrahlen quasi herauskommen, steigt bei uns auch eindeutig das Interesse nach Sonnenbrillen. Werden denn dabei dann Sonnenbrillen mehr mit Sehstärke oder mehr ohne Sehstärke verkauft? In unserem Fall ganz klar mit Sehstärke. Wir verglasen hauptsächlich die Sonnenbrillen in den jeweiligen Stärken. Das sind ja schon mal wichtige Einschätzungen einer Expertin, wenn es um die richtige Sonnenbrille in den anstehenden Sommer geht. Haben sich denn, Frau Keskincelik, in der letzten Zeit die Qualität und die Vielfalt der Sonnenschutzgläser irgendwelche Veränderungen aus der Industrie ergeben? Also die Sonnengläser entwickeln sich, was den UV-Schutz und die Qualität angeht, ständig weiter. Zudem gibt es natürlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten, das Sonnenglas noch besser zu machen. Wir können hier Polarisationsfilter einbauen oder eben mit kontraststeigernden Farben arbeiten, um das Sehen noch angenehmer zu machen. Ebenfalls ist es möglich, die Sonnenbrille als modisches Accessoire mit tollen Farben und Verspiegelungen zu verschönern. Und wir haben ebenso die Möglichkeit, Einstärkengläser wie auch Gleitsichtgläser in Tönungen und allen möglichen modischen Farben zu gestalten. Ja, Frau Keskincelik, dann bedanke ich mich schon mal für diese tollen Informationen rund um das Thema Sonnenbrille mit Sehstärke. Vielen Dank und tschüss im Expertentalk. Danke, tschüss. Wenn auch Sie nun weitere Informationen rund um das Thema Sonnenbrille mit Sehstärke benötigen, in welchen Monaten sollte ich eine Sonnenbrille mit Sehstärke kaufen oder woher bekomme ich eine professionelle, sehr gute Sonnenbrille mit Sehstärke und wer kann mich natürlich zu diesem Thema perfekt beraten? Dann rufen Sie direkt bei Frau Tanja Keskincelik an unter der 072 53 98 89 390 oder besuchen Sie sie unter www.geider-optik.de. Vielen Dank im Expertentalk, Ihr René Reiter.